Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Cornhub. Wir schauen uns jetzt das Großeinkaufsskript an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Modologi 79. Gibt es skripttypisch nur für PC und Mac. Ist ein globales Skript, sprich aktivieren und es ist da. So, was macht dieser Großeinkauf mit diesem Mod? Können Sie in einer einzigen Transaktion bis zu 10 Paletten oder Big Packs im Shop kaufen? Wählen Sie vor dem Shop die gewünschte Menge aus. Wenn der Platz nicht ausreichend sein sollte, um alles zu liefern, werden wir Ihnen die Artikel nur berechnen, die Sie erhalten haben. Also im Endeffekt ist, ihr kennt es ja, ihr geht rein, wollt ein Big Pack haben, kaufen, 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 bla bla bla. Ne? Und dieses Skript reguliert es jetzt wie folgt, dass ihr hier 10 Stück mit einmal kaufen könnt. Ne? Das Ganze gilt für Big Packs, das Ganze gilt auch hier für Paletten. Bei den Ballen ging das ja vorher auch schon. Ne? Aber ihr seht, ihr könnt jetzt überall das Ganze wählen. Es wird halt immer der gleiche Preis. 2,4, 4,8, 7,2. Ihr seht, da kommt nichts günstig, ne? Kommt nichts dazu. Das sind halt die Optionen. Und dann werden euch in dem Falle hier 10 Stück. Nehmen wir es einfach mal Pflanzenschutz. Schauen wir uns das Ganze an und sehen, wir haben 10 mal Pflanzenschutz gekauft, herzlichen Glückwunsch. Das Ganze können wir jetzt auch noch mit den Saatgutpaletten machen. Steht auch abholbereit, wir können das mit den Setzlingen machen, etc. etc. Also ihr habt da, wie sagt man immer so schön, die Qual der Wahl. Haben wir hier noch Mineraldünger, haben wir hier das einmal mit dazu, haben wir von mir aus noch Weizen. Haben wir noch Schweinefutter, gut, ist noch gekauft, ihr habt es gerade gesehen, gekauft 4 von 10. Ne? Und dann habt ihr das dementsprechend jetzt alles hier und müsst es nicht mehr klick, 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 klick machen, sondern könnt es halt einfach auswählen und habt es dann sofort. Ja, simple Sache, schön, dass es das endlich gibt, das erspart auf jeden Fall eine Menge Zeit, gerade wenn man viel mit den Paletten arbeitet. Ja, prinzipiell ist der Log dazu auch sauber, ne? Gibt es keine Probleme, ist 21 Kilobyte groß, fällt also nicht auf. Soll soweit überall funktionieren. Sollte es auf dem Dedicated Server Probleme geben, wie immer meldet es den Modder. Aber theoretisch gesehen sollte das laut Ansage soweit alles klappen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.